Liebe Genossinnen, liebe Genossen, verehrte Gäste. Vor einigen Wochen waren wir wieder einmal mit Haus zu besuchen in dem Plattenbaugebiet Dresden-Prohlis unterwegs. Und dabei fragten wir die Menschen, wo drückt sie der Schuh, was muss sich ändern? Und dabei hörte ich von vielen Alltagsproblemen. Eine Begegnung hat mich dabei besonders berührt. Auf meine Frage, was sich ändern soll, fing ein Mann sofort an mit: Also wissen Sie, diese Flüchtlinge, um danach von der drohenden niedrigen Rente seiner Frau zu berichten. Ich habe ihm geantwortet: In der Flüchtlingsfrage habe ich eine andere Überzeugung als Sie. Ich werde nicht dafür kämpfen, dass es anderen Menschen schlechter geht. Aber Sie können gewiss sein, die Linke wird mit aller Energie dafür kämpfen, dass Menschen wie Ihre Frau eine bessere Rente bekommen. Daraufhin sagte er: Ich muss Sie hier mal unterbrechen, warten Sie, sprach's und verschwand in der Wohnung. Ich gebe zu, in dem Moment war mir eine Sekunde lang mulmig, weil ich war mir unsicher, ob er mit dem Hund in der Hand oder einem Baseballschläger in der Hand zurückkommt. Aber dann hörte ich schon, wie er zu seiner Frau sprach: Du, die Frau Kipping ist hier an der Tür, dürfen wir sie mal ins Wohnzimmer lassen. Kurz darauf saß ich im Wohnzimmer und dort saß seine Frau über Aktenordnern mit einem Taschenrechner, um auszurechnen, ob sie sich den früheren Renteneintritt leisten kann. Sie arbeitet als Altenpfleger und muss jeden Tag früh um 5 aus dem Haus und das, obwohl ihr die Knie wehtun. Und sie sagte zu mir: Wissen Sie, ich habe meine Arbeit wirklich gern gemacht, aber jetzt habe ich in mir eine tiefe Sehnsucht, mein Arbeitsleben zu beenden. Sie hat bereits 45 Jahre gearbeitet. Das Problem ist aber, die Jahre in der Ausbildung als Pionierleiterin werden nach bundesdeutschem Recht nicht anerkannt. Das heißt, die Rente mit 63 ohne Abschläge kommt für Sie nicht in Frage. Und da der Lohn als Pflegerin so niedrig ist, wird Ihre Rente sowieso niedrig ausfallen. Die Abschläge, die dann bei einem früheren Renteneintritt bevorstehen, die kann sie sich nicht leisten. Auch deshalb nicht, weil die Miete beständig steigt und damit ihr ohnehin niedriges Einkommen immer wieder entwertet wird. Und sie sagte mir: Ja, und das heißt, ich werde weiter jeden Morgen früh um 5 aus dem Haus gehen müssen und das mit schmerzenden Knien. Und nach diesem Gespräch musste ich immer wieder denken: All diese Schwätzer, die in Talkshows sich hinstellen und von Demografie reden, von Eigenverantwortung reden, wenn sie eigentlich nur mehr Profite für die privaten Rentenfonds meinen, die würde ich gerne mal in das Wohnzimmer dieser Frau schleifen. Und es wäre zugegebenermaßen ziemlich eng dann dort. All die anderen Bundestagsabgeordneten, die immer wieder gegen unsere Rentenvorschläge im Bundestag stimmen, die würde ich gerne mal in das Wohnzimmer dieser Frau setzen und dort sollten Sie ihr zuhören erstmal nur und danach versuchen, ihr zu erklären, warum Sie immer wieder, wenn Sie unsere Anträge ablehnen, dafür stimmen, dass diese Frau jeden Morgen wieder mit schmerzenden Knien aus dem Haus muss, nur damit sie später im Alter halbwegs über die Runden kommt. Ich glaube, das wäre Ihnen sehr schwer gefallen. Und noch etwas habe ich aus dieser Begegnung mitgenommen. In vielen Wohnzimmern, nicht nur am Stammtisch, ist es gerade üblich, dass Flüchtlinge und Migranten zunächst als Problem bezeichnet werden. Das ist wie eine Art Platzhalter für alle Zumutungen, die die Menschen erleben. Und es ist für uns nicht einfach, damit umzugehen. Die Frage, wie wir damit umgehen, ist für uns nicht abstrakt und theoretisch, sondern stellt sich praktisch bei jedem Haustürgespräch, an jedem Infostand. Ich habe unsere Grundsätze wirklich oft dem Praxistest unterzogen und nicht nur in linken Kreisen, wo es leicht ist, für Losungen wie Refugee Welcome Beifall zu bekommen. Ich habe es an Infoständen, bei Haustürgesprächen, bei öffentlichen Sprechstunden immer wieder versucht und ich habe dabei folgende Beobachtung gemacht. Der Zeitgeist ist gerade nicht auf unserer Seite. Aber wenn wir klar Haltung zeigen, wenn wir mit den Leuten ins Gespräch kommen, ihnen zuhören, aber nicht nach dem Munde reden, dann können wir damit auch punkten. Ich sage den Leuten immer wieder ganz klar und entschieden: Ich werde nicht dafür kämpfen, dass es anderen Menschen schlechter geht, aber wir kämpfen darum, dass es ihnen besser geht. Und diese Offenheit, diese Klarheit, dieses Nicht-Opportunistische, das stößt auf Respekt und ich finde, diesen Respekt, den sollten wir uns erarbeiten. Mit dieser klaren, nicht opportunistischen Haltung knüpfen wir auch an einer guten linken Tradition an. Erinnert ihr euch noch in der Wendezeit? Da machte so eine Karikatur die Runde, wo Karl Marx mit Händen in der Tasche dastand und den Spruch sagte: Tut mir leid, Jungs, war halt nur so eine Idee.
Damals schmunzelten viele darüber. Diese Karikatur wird nämlich Karl Marx überhaupt nicht gerecht, weil wer ihn gelesen hat, weiß, nichts lag ihm ferner, als einfach mal so eine Idee auszumalen und zu verbreiten. Aber diese Karikatur sagt viel über den Zeitgeist in der Nachwendezeit. Der Sozialismus galt als gescheitert und der Kapitalismus galt als das Ende der Gesellschaft. Wir haben damals dagegen gehalten und die PDS fasste Fuß. Und spätestens mit der Krise der Finanzmärkte schwant vielen, dass da doch was dran ist an der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Inzwischen läuft in den Kinos ein Film über den jungen Karl Marx und jung und alt, auch wir in unserer Partei schauen ihn uns gemeinsam an. Und das, was wir damals trotzig und tapfer dem Zeitgeist entgegengehalten haben, das greift jetzt um sich. Das Scheitern des Staatssozialismus entlässt uns heute nicht aus der Verantwortung, über den Kapitalismus hinauszudenken, ihn zu kritisieren und klar zu sagen, der Kapitalismus, das ist nicht das Ende der Geschichte. Erinnert ihr euch, liebe Genossinnen und Genossen, als der Neoliberalismus vor Kraft kaum laufen konnte? Damals wurden Gewerkschafter als Behinderer beschimpft, Sozialabbau wurde als Reform verkauft, Privatisierung galt als Allheilmittel. Auch damals hielten wir dagegen und die Neue Linke formierte sich. Wir haben aber nicht nur dagegen gehalten, sondern wir haben uns auch für soziale Alternativen stark gemacht wie den Mindestlohn. Inzwischen sagen ja viele, sie waren schon immer dafür und sind der eigentliche Vater des Erfolges. So ist das. Der Erfolg hat dann immer viele Väter. Ich erinnere mich ja noch an eine Zeit, als meine Partei für den Mindestlohn kämpfte und fast alle ihn als Teufelszeug bezeichneten. So gesehen bin ich sehr zuversichtlich, wenn wir heute Alternativen wie Sanktionsfreiheit, die Mindestrente stark machen und dafür beschimpft werden. Ich denke mir, wenn wir das einmal durchgesetzt haben, werden wieder viele behaupten, dass sie die eigentlichen Väter des Erfolgs sind. Damals, kurz nach der Wende, haben wir der Kapitalismusbegeisterung die Stirn geboten. Später dem Neoliberalismus und dem Privatisierungswahn. Und heute nun müssen wir dem rechtspopulistischen Geist die Stirn bieten. Denn Rechtspopulisten wie die AfD, die führen einen Kulturkampf. Ein Kulturkampf gegen alles, was von links an Selbstbestimmung erkämpft wurde. Gegen alles, was die Frauenbewegung erkämpft hat. Und in dieser Auseinandersetzung sind wir ganz klar, da gibt es keine Zweideutigkeiten. Wir streiten für eine Gesellschaft, in der alle frei von Angst anders sein können. Die AfD hat ja manchmal den Nimbus des Protestes, als ob sie so total dagegen wäre. Tatsache ist aber, die AfD steht nicht nur für einen Kulturkampf von rechts. Sie steht auch im Klassenkampf auf Seite der Besitzenden. Schauen wir uns nur mal die Steuerpläne der AfD an. Keine Vermögenssteuer, Abschaffung der Erbschaftssteuer, das würde zu einer enormen Entlastung von Millionärserben führen. Was die AfD da plant, ist Reichtumspflege. Reichtumspflege für einige wenige bedeutet aber im Gegenzug, dass den öffentlichen Kassen Geld fehlt. Geld, das wir so dringend brauchen für wichtige Aufgaben wie die Bildung und den Kampf gegen Armut. Und hinzu kommt, die Rechtspopulisten erwecken ja den Eindruck, alles könne so weitergehen. Mit der Zerstörung der Umwelt, mit der Ausbeutung, mit dem Kapitalismus, wenn wir nur schön die Grenzen dicht machen, uns abschotten, okay, und wenn jede Frau mindestens 3 Kinder bekommt oder sich zumindest am Herd verwirklicht. Ich nenne deshalb das, was die AfD anstrebt, einen Retro-Heimatkapitalismus. Es ist der Versuch, die kapitalistische Wirtschaftsweise zu verteidigen in einer Zeit, wo ihre Krisenhaftigkeit immer offensichtlicher wird. Die Rechtspopulisten setzen bei ihrem Retro-Heimatkapitalismus auf die Verbindung von kapitalistischer Ausbeutung mit gnadenloser Abschottung und dazu sagen wir immer klar und entschieden Nein. Denn wir wissen, nach wie vor gilt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, entrechtetes, ein verlassenes, kurzum ein verächtliches Wesen ist. Und deswegen legen wir uns mit allen Unterdrückungsverhältnissen an, dem Rassismus, dem Patriarchat und dem Kapitalismus.
Liebe Genossinnen und Genossen, oft wird uns unterstellt, wir würden uns nur um die Ränder der Gesellschaft kümmern. Das weise ich entschieden zurück. Keine andere Partei hat so konkrete Vorschläge zur Besserstellung der Mitte wie wir. Aus Zeitgründen nenne ich nur zwei Beispiele. Unser Rentenkonzept sieht vor, dass Menschen mit niedrigen Löhnen deutlich aufgewertet werden bei ihren Rentenansprüchen. Das würde ganz konkret dazu führen, dass eine Verkäuferin nach unserem Modell 270 Euro mehr Rente im Monat zur Verfügung hat. Unser Einkommenssteuermodell entlastet gerade Menschen mit mittleren Einkommen. Also eine alleinstehende Facharbeiterin, die brutto 3.400 Euro im Monat hat, würde nach unserem Modell 211 Euro im Monat mehr behalten. Noch eine weitere Zahl: Wer ein Bruttoeinkommen von 1.700 Euro hat im Monat und alleinstehend ist, würde bei uns 136 Euro mehr im Monat haben. Keine andere Partei ist so konkret und so verlässlich, wenn es darum geht, die Mitte wirklich besser zu stellen. Doch wir verbinden das mit dem Ziel, in dieser Gesellschaft alle Menschen vor Armut zu schützen. Niemand soll ins Bodenlose fallen, niemand soll unter 1.050 Euro im Bedarfsfall fallen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, denn wir wollen, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft aufrechten Gangs an der Gesellschaft teilhaben können. Und unsere Vorstellungen für die Mitte unterscheiden sich insofern grundlegend von denen der Neoliberalen auf der einen Seite und denen der Rechtspopulisten auf der anderen Seite. Die Rechtspopulisten sagen ja auch, also wir sind für die hart arbeitende Mitte, also die mit deutschem Stammbuch versteht sich aus ihrer Sicht, und deswegen muss es den Ausländern, den anderen schlechter gehen. Als ob die Rente auch nur 1 Euro höher wäre, wenn alle abgeschoben wären. Die Neoliberalen sagen, also wir sind für die hart arbeitende Mitte, die, die sich an die Regeln halten, und deswegen müssen wir die Arbeitslosen, die, so sagen sie das nicht immer, aber sie denken es oft, die unwürdigen Armen halt schlechter behandeln. Als ob die Krankenschwester auch nur 1 Cent mehr in der Tasche hätte, wenn es der Alleinerziehenden Hartz IV schlechter geht. Das Gegenteil ist doch der Fall. Je schlimmer die Situation für Erwerbslose, umso eher sind Beschäftigte bereit, niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Hartz IV war deswegen auch immer ein Angriff auf die Arbeitsstandards und deswegen werden wir uns damit niemals abfinden. Wir reden den Leuten nicht ein, es muss den anderen, also entweder den Arbeitslosen oder den Geflüchteten, schlechter gehen, damit du dich besser fühlen kannst. Wir kämpfen für wirkliche Verbesserungen. Und wir stellen die gemeinsamen Interessen der Mitte und der Armen in den Mittelpunkt unserer Politik. Das heißt, die Menschen mit mittleren Einkommen werden besser gestellt. Das Öffentliche wird gestärkt. Wir sind für eine Gesellschaft, in der niemand ins Bodenlose fällt. In der niemand in ein System der Schikane wie Hartz IV fallen muss. Freiheit von Armut und Existenzangst muss möglich sein. Davon profitieren alle und dafür kämpfen wir mit aller Entschiedenheit. Liebe Genossinnen und Genossen, die Landesspitze hat mich gebeten, hier auf dem Parteitag über meine Wünsche für den Wahlkampf zu sprechen. Nun, ich wünsche mir einen Wahlkampf, in dem wir die CDU, CSU, Merkel, Schäuble, Seehofer und wie sie alle heißen, stellen und angreifen. Denn diese Union hat keine Schonung verdient und die sächsische CDU schon gar nicht. International steht die CDU für Säbelrasseln. Die Sanktionen gegen Russland haben weder Russland demokratischer noch diese Welt sicherer gemacht. Ganz im Gegenteil. Sie haben zur Eskalation beigetragen und deswegen wollen wir diese Form von Eskalation beenden. Wir wollen, dass diese Sanktionen beendet werden. Wenn in der CDU jemand davon spricht, Deutschland müsste wieder global mehr Verantwortung übernehmen, dann kann man sicher sein, dass bei der Rüstungslobby die Korken knallen, also die von Champagnerflaschen. Denn unter Verantwortung versteht die CDU vor allem eins: neue Aufträge für die Rüstungslobby. Wenn es nach Merkels Truppe geht, wird sich Deutschland brav am Aufrüstungsdiktat der NATO beteiligen. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich bin auch dafür, dass Deutschland global mehr Verantwortung übernimmt. Zum Beispiel durch eine andere und durch mehr Entwicklungszusammenarbeit. Wirklich verantwortungsbewusste Außenpolitik beginnt aber damit, das Falsche zu unterlassen. Und zu dem Falschen
Was unbedingt zu unterlassen ist, gehören Rüstungsexporte und die Beteiligung an Kriegen. Denn egal, wie man sie auch nennt oder begründet, Kriege verhindern keinen Terrorismus, sie produzieren ihn. Kriege beenden keine Menschenrechtsverletzungen, sie sind die schlimmste Form von Menschenrechtsverletzung. Da werden wir niemals mitmachen, liebe Genossen und Genossen. Da ist auf uns Verlass. In der EU haben Schäuble und Merkel einen Scherbenhaufen hinterlassen. Ihr Beharren auf Austerität, auf das Kürzungsdiktat, ist die beste Wahlkampfhilfe für rechte Europagegner. Yannis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, hat diesem Diktat in besonderer Weise die Stirn geboten. Und gemeinsam mit vielen anderen, auch mit mir, hat er nun zusammen mit Diem25 eine Initiative zur Demokratisierung Europas gestartet. Uns eint die Überzeugung, diese EU wird demokratisch und sozial oder sie wird scheitern. Und natürlich kämpfen wir dafür, dass sie nicht scheitert, weil der Rückzug ins Nationale wäre die denkbar falscheste Antwort auf die Krise der EU. In unserem Programm sprechen wir uns deshalb für einen Neustart der EU aus. Dies nimmt nun Cem Özdemir von den Grünen zum Anlass, uns Europafeindlichkeit zu unterstellen. Ausgerechnet Cem Özdemir, der ganz scharf ist auf eine Koalition mit Horst Seehofer von der CSU. Mit eben jenem Horst Seehofer, der mit Viktor Orban, also diesem Despoten aus Ungarn, auf dicke Kumpel macht. Diese Kritik des grünen Özdemir an uns ist an Verlogenheit nicht zu überbieten und die weisen wir klar zurück. Gerade weil ich eine glühende Europäerin bin, kämpfe ich dafür, dass sich diese EU grundlegend ändert. Denn diese EU steht für Abschottung und Austerität und das tötet auch den Gedanken Europas. Ich streite für ein Europa der sozialen Garantien, der gelebten Demokratie, ein Europa, das wirklich für Frieden steht. Und hier geht es mir wie Rico Gebhardt. Ich kann mir dieses Europa auch gut als Europäische Republik vorstellen. Ob man nun eher die Idee einer Europäischen Republik bevorzugt oder für einen Neustart innerhalb der EU steht, eins sollten wir immer ganz deutlich machen. Wir sind proeuropäisch und gerade deshalb werden wir uns mit dieser EU nicht zufrieden geben. Wir werden diese EU, die EU von Wolfgang Schäuble, aufs Heftigste kritisieren. Kurzum, weltweit, in Europa und hierzulande verschärft der Kurs der CDU-CSU die Krisen, die soziale Ungleichheit und deshalb gehört sie abgewählt. Doch nur eine Stimme für die Linken ist eine sichere Stimme gegen diesen Kurs, gegen diese CDU-CSU. Nun gibt es hier einige, die meinen, der Martin kommt ganz sympathisch daher, man könne jetzt SPD wählen. Wer die SPD wegen Martin wählt, kann am Ende aufwachen in einer Koalition mit Angela und einer Law-and-Order-Union, in einer großen Koalition. Wer will das schon? Wer die Grünen wählt, weil sie zugegebenermaßen, es ist schon eine Weile her, mal sehr bunt waren, der kann am Ende mit einer Koalition mit dem tiefschwarzen Horst Seehofer aufwachen. Wer will das schon? Eine starke Linke hingegen ist der Garant dafür, dass auch nach den Wahlen die Politik sozial und friedlich wird. Wir, die Linke, wir sind die Sozialgarantie für dieses Land und wir kämpfen darum. Um es zusammenzufassen, für uns spricht vieles, einiges auf den Punkt gebracht. Erstens, wir stehen verlässlich für Frieden, auf unser Nein zum Krieg ist Verlass. Zweitens, wir haben gute Alternativen, die seriös durchgerechnet sind und die trotzdem für einen grundlegenden Pfadwechsel stehen und nicht beim Klein-Klein stehen bleiben. Drittens, wir sagen ganz konkret, wie sozial gerecht geht, und zwar durch sicheren Schutz vor Armut und durch die Besserstellung der Mitte. Viertens, um das zu finanzieren, sind wir auch bereit, uns mit Millionären, Konzernen und Mietspekulanten anzulegen. Fünftens, wir sind die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, wo der Osten nicht immer garantiert den zweiten Platz macht, sondern wo die Probleme des Ostens gleichberechtigt behandelt werden. Sechstens, wir stehen nicht nur für andere Inhalte, wir stehen auch für eine andere Praxis. Und das beginnt damit, dass wir als Partei keine Spenden von großen Unternehmen und Konzernen annehmen.
Siebtens, während andere sich bevorzugt mit Lobbyisten treffen, bei guten Getränken, sind wir immer im Gespräch mit den Menschen und knüpfen an ihren ganz konkreten Alltagsproblemen an. Achtens, wir kämpfen für jede Verbesserung im Hier und Heute und dabei denken wir über den Kapitalismus hinaus. Und neuntens, wir ergreifen klar und verlässlich Partei für Solidarität, Weltoffenheit und geben klare Kante gegen rechts. Wer, wenn nicht wir, liebe Genossinnen und Genossen, hätte ein gutes Wahlergebnis verdient? Also ziehen wir in diesem Wahlkampf und streiten wir für genau solch ein gutes Wahlergebnis. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Vielen Dank!